Schau mal, Seilzüge gewechselt ohne die Zange? Ich schon, jahrelang. Und es war immer total nervig. Und jetzt mit der Zange ist es ein Traum zu wechseln. Ich zeige euch, wie es geht. Funktionsweise der Zange ganz einfach. Also, der Seilzug wird hier eingefädelt. Dann drücke ich auseinander und so funktioniert das Ganze. Hält sich hier drin. Hier drüben haben wir dann theoretisch den Seilzuganschlag und dazwischen muss der Seilzugknüppel geklemmt werden. Das sieht in der Praxis folgendermaßen aus. Um die Arbeit zu vereinfachen, haben wir hier eine Arretierung. Das ziehe ich nach oben und dann bleibt das Ganze gespannt. Und wie das Ganze in Realität funktioniert, in der Praxis am Beispiel, zeigen wir euch jetzt. So, ich nehme die Zange, fädel am Seilzug ein. Ist ganz einfach. Jetzt bekommt sie Grip, das merke ich, dass es hier dagegen drückt. Zieh es an in die gewünschte Spannung, die ich haben will, das merke ich hier. Arretiere, lass los. Ist kinderleicht. Und jetzt kann ich meinen Seilzugknüppel anziehen. Gib ihm schon mal Vorspannung. Kann jetzt loslassen. Zieh fertig an. Und der Fall ist erledigt. Warum soll man sich das Leben so schwer machen, wenn es so eine Zange gibt? Meiner Meinung nach gehört in jeden Schrauberkasten, in jede Werkstatt und in jedes Handschuhfach.